Ich darf Sie recht herzlich begrüßen für diesen ersten Teil vom Glaubenskurs. Glaubenskurs für Erwachsene. Warum für Erwachsene? Man hat ja sehr oft in der Schule einen Glaubenskurs, einen Religionsunterricht gehabt, aber wie vieles davon ist irgendwo verschwunden oder einfach nicht mehr ganz präsent auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, natürlich, man ist jetzt erwachsen. Das heißt, die Interessen und auch das Verständnis sind ganz anders wie früher auf der Schule. Da war man vielleicht 8, 10, 12, 14 Jahre, vielleicht 16 Jahre noch, dass man Religionsunterricht gehabt hat. Dann ist auch die Frage, wie dieser Religionsunterricht war. Der war nicht immer so, wie er sein sollte und hat nicht immer den Erwartungen entsprochen, die gerade auch die Eltern eigentlich an den Religionsunterricht gestellt haben. Und darum ist es wichtig, auch als Erwachsener mal wieder einen Religionskurs zu folgen. Ich möchte diesen Glaubenskurs halten nach dem Basler Katechismus. Das ist also katholischer Katechismus, ehedem herausgegeben für das Bistum Basel. Der ist im Nachdruck erhältlich, ursprünglich herausgegeben in Solothurn, Ostern 1947. Warum dieser Basler Katechismus? Weil dieser Katechismus nicht nur Frage und Antwort gibt, sondern zu jeder Frage und Antwort auch eine kurze Erläuterung. Und ich habe einfach gemerkt, dass in dieser kurzen Erläuterung ist im Grunde das Wesentliche schon zusammengefasst. Also das ist sehr schön, um dann zum Beispiel nach der Glaubenskursstunde sich den Katechismus herzunehmen und sich die Fragen und Antworten noch einmal durchzulesen und diese Anmerkungen. Auch wenn man dann zum Beispiel die nächste Stunde hören will oder mitmacht, dann ist es anzuraten, sich einfach den Katechismus vorher zu nehmen und die Fragen und Antworten der letzten Stunde nochmal zu wiederholen. Im Jahre 1056 hat man in der großen Bibliothek, soweit ich weiß, in Konstantinopel eine Schriftrolle oder ein Buch gefunden mit der Überschrift Didache. Ja. Oder dann die gesamte Überschrift übersetzt, Lehre der 12 Apostel. Und diese Schrift geht zurück auf das Jahr 80 bis 100 nach Christus. Ist also geschrieben in einer Zeit, in der zumindest teilweise Apostel noch gelebt haben, zumindest der heilige Apostel Johannes. Vollständig heißt der Titel, Die Lehre des Herrn von den 12 Aposteln an die Heiden. Scheinbar hat sich hier ein Heide die Mühe gemacht, einfach die Lehre der Apostel, was sie erzählt haben, über Christus zusammenzufassen und aufzuschreiben. Das war sozusagen der allererste Katechismus. Der allererste schriftliche Religionsunterricht. Was heißt Katechismus? Es kommt aus dem Griechischen. Katechismus ist der Unterricht in Frage und Antworten. Das ist eigentlich der Unterricht selber. Dann können wir auch unter Katechismus einfach verstehen, eine kurze Zusammenfassung der Lehre Christi. Wenn ich vom Katechismus rede, ja, dann ist das sozusagen eine Gesamtheit der Glaubenslehre. Oder wenn ich von Katechismus rede, dann kann ich auch einfach das Buch meinen, wie hier. Das ist der Katechismus, steht auch groß drauf, einfach nur Katechismus. Vielleicht auch die Frage, warum denn Katechismus lernen? Warum Religionsunterricht. Da kann man sich natürlich überhaupt die Frage mal stellen, warum denn Schule?
Und da wird jeder darauf antworten, weil man da eben lernt fürs Leben. Bei den Kindern frage ich dann immer, kann man nicht leben ohne Schule, ohne Lesen und Schreiben? Und ganz begeistert rufen die dann natürlich, ja, kann man leben ohne Schule. Das würden die auch gern. Aber man kann nicht leben ohne Schule, so wie es sich gehört. Nicht so, wie eben heutzutage in unseren Umständen die Ansprüche sind, die man an uns stellt. So gibt es auch Leute, die Gott dienen und dienen wollen, ja, aber nicht so, wie es sich gehört. Warum? Weil sie es nicht besser wissen. Weil sie nicht wissen, wie sie Gott eigentlich dienen sollten. Dafür dient eben der Katechismusunterricht, der Religionsunterricht. Die Schulbildung, kann man sagen, sorgt für die Möglichkeit eines guten irdischen Lebens. Der Katechismus, der Religionsunterricht, sorgt für die Möglichkeit eines guten ewigen Lebens. Und ich lege hier den Nachdruck bei allen beiden auf die Möglichkeit. Dass jemand eine gute Schulausbildung hat, ist noch nicht immer die absolute Versicherung, dass der auch in seinem Leben etwas davon macht. Genauso ist es mit dem Religionsunterricht. Es ist wichtig, dass man ihn empfängt, es ist wichtig, dass man ihn hat, aber man muss selber etwas damit tun. Und auch die Eltern, die also den Kindern in den Religionsunterricht schicken, geben ihnen die Basis, aber das ist keine hundertprozentige Versicherung. Da kommen wir später sicher noch einmal drauf zurück, gerade auch auf die Eltern, wie sie sich benehmen sollen gegenüber den Kindern, um ihnen den Glauben mitzugeben. Und hier ist vor allen Dingen das Vorbild das Wichtigste. Aber auch das Vorbild reicht nicht, wenn es nicht unterbaut ist, eben durch ein Wissen, durch den Religionsunterricht, einfach durch das Wissen um den Glauben. Im Buch Deuteronomium, eines der Bücher Moses, Moses spricht zum Volk Israel, es sind Art Abschiedsreden von ihm, weil er weiß, dass seine Aufgabe langsam zu Ende geht. Und er sagt, er wiederholt die 10 Gebote und sagt dabei, diese Gebote seien dir ins Herz geschrieben, schärfe sie deinen Kindern ein. Das war der Grund, warum man den Kindern gerade die Gebote und im Volk Israel das Gesetz auswendig hat lernen lassen. Schärfe sie deinen Kindern ein, rede von ihnen, von diesen Gesetzen, Geboten. Rede von ihnen, ob du zu Hause weilst oder auf Reise bist, ob du dich niederlegst oder aufstehst. Binde sie dir als Denkzeichen auf deine Hand, trage sie als Merkzeichen auf der Stirne und schreibe sie auf die Türpfosten deines Hauses und auf deine Tore. Also das haben diesen Befehl, vor allen Dingen das Letzte, binde sie als Denkzeichen auf deine Hand, als Merkzeichen auf deine Stirn, schreibe sie an die Türpfosten oder an deine Tore. Das haben die Juden, das jüdische Volk, ja wörtlich genommen. Darum gab es den oder gibt es den Gebetsriemen, ja, und auch ein Jude im Gebet. Der Gebetsriemen geht teilweise über den Kopf. Ich habe in Antwerpen in Belgien, wo es sehr viele Juden gibt, auch sehr strenge Juden, die noch wirklich den Glauben leben. Und an den Türen findet man ein kleines Röhrchen und da drin sind Gesetzestexte.
Und wenn die das Haus ein- und ausgehen, dann berühren sie das Röhrchen, also als Verehrung gegenüber den Gesetzestexten. Es gibt ein Prinzip, das heißt, was man nicht kennt, kann man nicht lieben. Das ist etwas, das braucht man im Grunde gar nicht erklären, das ist selbstverständlich. Was man nicht kennt, kann man nicht lieben. Das heißt, je mehr man von einer Sache weiß, umso größer kann die Liebe sein für diese Sache. Je mehr wir über den Glauben wissen, umso größer kann unsere Liebe sein zum Glauben. Und umso größer auch unsere Frömmigkeit und der Eifer für gute Werke. Das ist nicht immer so. Ich meine, ich erinnere an die vielen Theologen, die viel wissen, aber sehr oft nichts glauben. Da fehlt es irgendwo. Vor allen Dingen fehlt es am Letzten, ja, nämlich an der Frömmigkeit, am Gebet. Der Glaube ist nicht nur ein Wissen und ein Studium. Der Glaube, da komme ich später auch noch mal drauf, der Glaube ist eine Gnade. Der Glaube ist etwas Übernatürliches. Und darum müssen wir für den Glauben beten und uns auch die Glaubensgeheimnisse, die Glaubenswahrheiten im Gebet erarbeiten. Pater Robert Mäder, bekannter Prediger früher, ich glaube, in Basel war er der Pfarrer. Der hat einmal gesagt, mit dem Glauben ist es wie mit dem Essen. Man muss nicht nur essen, man muss das Gegessene auch verdauen. Man muss den Glauben nicht nur kennen, man muss den Glauben auch betrachten, erwägen, sozusagen sich zu eigen machen. Der Glaube muss sozusagen Fleisch und Blut werden. Das sind so einigermaßen seine Worte und damit drückt er eben diese Wahrheit aus. Wir müssen den Glauben kennen und je mehr wir den Glauben kennen, umso mehr können wir ihn lieben und umso größer kann unsere Frömmigkeit sein und muss unsere Frömmigkeit sein, also die Verehrung Gottes und die Nächstenliebe. Wir kommen zur ersten Frage des Katechismus. Wozu sind wir auf Erden? Und das ist wirklich die erste Frage. Warum? Warum sind wir? Das ist auch die erste Frage der Kinder. Wenn Kinder in ein gewisses Alter kommen, zwischen 3 und 4 Jahren, dann fangen die kräftig an zu reden und zu fragen. Mama, was ist das? Mama, warum ist das? Papa, was ist denn das? Was hast du da? Das wird manchmal sehr aufdringlich und Eltern wissen manchmal auf die sehr gescheiten Fragen der Kinder schwierig Antwort. Weil die fragen dann Dinge, die man natürlich als Erwachsene einfach erklären kann, aber man muss es so erklären, dass die Kinder es verstehen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wozu sind wir auf Erden? Die erste Frage. Warum eigentlich? Wozu sind wir auf Erden? Was soll dieses Leben? Das ist die Frage, die sich jeder Mensch einmal stellt. Es ist nicht gesagt, dass jeder Mensch da auch eine Antwort drauf gibt oder eine Antwort drauf findet. Manche Menschen weigern, um diese Frage zu beantworten. Und sie lenken sich ab, meistens auch mit viel Krach, um diese Frage nicht beantworten zu müssen. Darum gerade auch heutzutage, in der wir einer Welt leben, die furchtbar stressig ist, die furchtbar viel Lärm macht,
wo es keine Ruhe mehr gibt, wo es nur noch Unterhaltung gibt, ist die Gefahr eben sehr groß, dass diese Frage, diese wichtige Frage, die eigentlich jeder beantworten sollte, irgendwo mal untergeht. Wenn Sie im August einmal spazieren gehen, im Freien, dann kommen Sie vielleicht auf eine Heide. Und auf so einer Heide blüht das Heidenkraut. Ich war sehr lange in Holland im Apostolat und da gibt es viele dieser Heiden. Mitten im Wald eine große Lichtung und gerade im August das Heidenkraut blüht wunderbar violettrot. Das ist ein wunderbarer Anblick, so eine riesige Wiese mit dem Heidenkraut. Wenn Sie aber 2 Monate später kommen, dann ist alles braun und grau. Alles ist weg. Nichts ist übrig von der Schönheit. Stellen Sie sich vor, Sie setzen sich auf den Mond und lassen die Zeit einfach ein bisschen schneller laufen. In 120 Jahren lebt kein einziger mehr von uns, die wir jetzt hier sind. Warum? Normalerweise, also nach der Wissenschaft, der Mensch kann nicht älter werden als 140 Jahre, weil die schädlichen Sonnenstrahlen unsere Zellen zerstören. Spätestens nach 140 Jahren, also älter kann man normalerweise nicht werden. Das ist die einzige Chance, 140 Jahre, aber nicht darüber. In 120 Jahren gibt es praktisch keinen mehr von uns. Wir sind einfach weg. Und da stellt man sich wirklich die Frage, wozu sind wir auf Erden? Der Katechismus gibt hier die bekannte Antwort. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm zu dienen, ihn zu lieben und einst in den Himmel zu kommen. Und der Basler Katechismus gibt hier einen kurzen Kommentar, einen sehr schönen Kommentar. Alles, was es gibt, hat Gott für sich geschaffen. Die ganze Schöpfung ist da zu Gottes Lob und Ehre. Die Menschen hat Gott nicht für die Erde, sondern für den Himmel geschaffen. Wir sind hier nicht zu Hause. Unser Leben soll also eine Reise zum Himmel sein. Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern wir suchen die zukünftige, sagt der heilige Paulus im Hebräerbrief. Oder der heilige Augustinus sagt, auch das bekannte Wort von ihm, du hast uns für dich erschaffen, o Gott, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm zu dienen, ihn zu lieben und einst in den Himmel zu kommen. Bei dieser Frage, bei dieser Antwort hat wirklich jedes Wort seine Bedeutung. Je mehr ich selber die verschiedenen Katechismus, diese Fragen und Antworten studiere, umso mehr staune ich darüber, in welch kurzen Sätzen man es fertiggebracht hat, Theologie, hohe Theologie zum Ausdruck zu bringen und sozusagen volkstümlich zu machen, so dass auch die einfachen Leute das verstehen können, dass es kein, wie soll man sagen, Theologenlatein ist, das niemand versteht, das nur noch die Gelehrten verstehen. Nein, der Katechismus ist hohe Theologie, gewachsen aus den Jahrhunderten und oft hat jedes Wort seine Bedeutung, genauso wie jetzt hier bei dieser Frage. Wozu sind wir auf Erden? Zunächst einmal, wir sind. Der Katechismus gibt zur Antwort, wir sind. Wir könnten nämlich auch nicht sein. Ja, das ist möglich. Warum sind wir? Warum gibt es uns? Und hiermit frage ich wirklich nach dem ersten Ursprung. Warum bin ich?
Wir sind, warum? Weil Gott uns geschaffen hat. Über die Schöpfung reden wir später. Das kommt in einer der nächsten Stunden. Wir sind, weil Gott uns geschaffen hat. Das könnte man sagen, ja, ich komme ja von meinen Eltern. Ich bin ja das Kind meiner Eltern. Da hat ja Gott gar nichts mit zu tun gehabt. Die Eltern waren vielleicht überhaupt nicht gläubig, haben überhaupt nicht an Gott gedacht in ihrer Ehe. Trotzdem, wir sind, weil Gott uns geschaffen hat. Und zwar ganz persönlich. Weil was kommt von den Eltern? Von den Eltern kommt eigentlich nur der Leib, das Materielle. Das Geistige, die Seele, ist nicht von unseren Eltern geschaffen, sondern kommt direkt aus der Hand Gottes. In dem Moment, wo ein Mensch entsteht, schafft Gott die Seele des Menschen. Die Seele ist eben etwas Geistiges, aber auch da kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir sind auf Erden, ja, aber um einst in den Himmel zu kommen. Und das ist unser Ziel. Wir bestehen und unser Ziel ist nicht die Erde, nicht die Welt, sondern der Himmel. Der Himmel ist der Grund der Schöpfung. Und das nicht nur im Allgemeinen, sondern für jeden von uns persönlich. Jeder Mensch ist geschaffen für den Himmel. So soll es eigentlich sein. Auch darauf kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber die eigentliche Schöpfung, das eigentliche Ziel, warum Gott einen Menschen schafft, ist, um ihm ewig glücklich zu machen. Die Seligkeit, der Himmel. Wir sind auf Erden. Auch das ist wichtig zu wissen. Ja, das weiß ja jeder, dass wir auf Erden sind. Ja, aber manche tun so, als wären sie schon im Himmel. Wir sind noch nicht im Himmel. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo wir hinkommen sollen. Das heißt dann auch, wir sind hier auf der Welt nicht zu Hause. Die Welt ist nicht unser Zuhause. Darum sagt die Kirche immer wieder in ihren Gebeten, Texten, wir sind Pilger und Fremdlinge auf Erden. Das hat seinen Grund. Natürlich, wir haben das große Ziel, den Himmel. Aber man muss auch wirklich sagen, wir sind auf Erden. Und wenn Gott uns schafft und uns nicht gleich in den Himmel schafft, sozusagen, sondern zuerst mal auf die Erde, in diese Welt, dann hat das auch seine Bedeutung. Wir haben nicht nur ein ewiges Ziel, sondern wir haben auch ein zeitliches Ziel, ein weltliches Ziel, ein Ziel hier auf Erden, eine Aufgabe. Und was ist unsere Aufgabe? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm zu dienen und ihn zu lieben. Ehrlich gesagt, wie ich das jetzt so gelesen habe, habe ich mir gedacht, merkwürdig. Da stimmt doch was nicht. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm zu dienen und ihn zu lieben. Da stimmt doch die Reihenfolge nicht. Ich würde sagen, wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Aber das ist nicht so. Wenn man besser darüber nachdenkt, sieht man, dass die Reihenfolge ganz gut stimmt. Gott erkennen. Wie gesagt, man kann nicht lieben, was man nicht kennt. Sogar die Worte kennen und lieben sind in manchen Sprachen ein Wort. Ja, dasselbe Ausdruck für erkennen und lieben. Im Lateinischen ist das teilweise so. Gerade wir kennen das aus der Heiligen Schrift. Da, wo es vom heiligen Josef gesagt wird, über Maria dann, er erkannte sie nicht. Das heißt nicht, dass er sich nicht gekannt hat, sondern eben, dass er die eheliche Liebe nicht vollzogen hat.
Erkennen und Lieben gehören zusammen. Die erste Aufgabe in unserem Leben ist also Lernen, Kennenlernen. Die erste Aufgabe in unserem Leben ist das Studium Gottes. Das vergessen leider sehr viele oder das geht sehr oft in den weltlichen Sorgen einfach unter. Gott erkennen, Gott dienen. Was heißt dienen? Dienen bedeutet, den Willen eines anderen zu tun, den Willen eines anderen erfüllen. Also Gott dienen, den Willen Gottes erfüllen. Da kommt natürlich gleich die Frage, was ist der Wille Gottes? Was will Gott von mir? Das sehen wir im Laufe dieses Glaubensunterrichtes. Zunächst einmal gibt Gott uns seinen Willen ganz deutlich zu erkennen in den 10 Geboten. Dann aber auch das, was wir nennen, unsere Standespflichten. Das heißt, die Pflichten unseres Standes, unseres Lebens, die wir erfüllen müssen. Auch das ist Wille Gottes. Und dann der besondere Wille Gottes, sozusagen die göttliche Vorsehung. Also die ganz eigenen, bei jedem Menschen anders sich vorgebende Ereignisse. Das ist der Wille Gottes. Das ist das, was Gott will. Dass wir die 10 Gebote halten, dass wir unsere Standespflichten erfüllen und dass wir in allem und zu jeder Zeit schlicht und einfach nach seiner göttlichen Vorsehung leben. Wenn man jemandem dienen will, dann muss man tun, was diese Person will. Und sehr oft muss man es tun, wie diese Person es will. Und dieses Dienen, das nicht nur tut, was Gott will, sondern das auch tut, wie Gott es will, das ist das vollkommene Dienen Gottes. Also Gott dienen, tun, was er will und wie er es will. Und hier stoßen wir auch einen Punkt, den ich sicher auch mal später noch ausführlicher eingehen werde. Gott dienen, wie er es will. Gott hat sich nämlich geoffenbart und hat uns hinterlassen und gesagt, wie er gedient werden will. Er hat nämlich eine Kirche gestiftet, die katholische Kirche, ihr Aufträge gegeben und ihr sozusagen seine göttliche Macht gegeben. Das sehen wir später bei der Aufgabe der Kirche. Wie wir Gott dienen sollen, das sagt uns eben die Heilige Kirche. Darum, es gibt im Grunde von dieser Seite gesehen keine Religionsfreiheit. Weil Gott deutlich gesagt hat, was er von uns will und wie er es von uns will. Das sehen wir später noch einmal. Gott erkennen, Gott dienen, Gott lieben. Das, was uns mit Gott vereint, das ist die Liebe. Die Liebe bleibt, nicht nur hier auf Erden, sondern auch im Himmel. Die Liebe wird im Himmel nicht anders sein wie hier auf der Erde. Soweit wir hier auf Erden Gott lieben, soweit werden wir ihn auch im Himmel lieben. Natürlich ist es im Himmel ein Stück einfacher, weil alles wegfällt, was uns irgendwie von Gott ferne hält. Aber die Liebe an sich, die Liebe im Herzen, bleibt sowohl hier auf Erden wie im Himmel dieselbe. Darum müssen wir uns anstrengen, hier auf Erden Gott zu lieben. Das geistliche Leben hat eben gerade dieses Ziel. Das geistliche Leben, das Leben mit Gott, heißt oder geht darauf hin, Gott zu lieben. Auf diese Liebe kommt es an. Und jetzt komme ich noch einmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Warum denn diese Reihenfolge? Gott erkennen, Gott dienen und Gott lieben.
Wie gesagt, ich würde es anders machen. Ich würde Gott erkennen, Gott lieben und ihm dienen. Weil ihn erkennen, ihn lieben und dann tut man etwas für ihn. Das ist aber nicht so. Und zwar wegen unserer menschlichen Schwäche. Wir sollen Gott erkennen, ja. Wir sollen dann Gott dienen. Und das Dienen steht vor der Liebe. Warum? Wenn wir nur Dinge tun würden, die wir aus Liebe tun, weil wir darin Interesse haben, dann würden wir im Laufe unseres Lebens sehr viel Gutes einfach unterlassen. Sehr viel Gutes tun wir nämlich einfach aus der Pflicht heraus. Wenn vor allen Dingen die Männer jeden Tag auf die Arbeit gehen, um das Geld für die Familien zu verdienen, ja, dann tun sie das sehr oft nicht, zumindest nicht immer, einfach weil sie Spaß dran haben, ja, weil sie die Arbeit lieben. Schön, wenn das so ist, aber sehr oft ist es nicht so, sondern weil sie ihre Pflicht erfüllen wollen und weil sie davon leben. Genau dasselbe die Frau, die sich eben um die Erziehung der Kinder kümmert. Ja, das ist auch nicht immer sehr angenehm. Natürlich, man tut es aus Liebe zu den Kindern, aber viele Dinge tut man einfach aus dem Pflichtbewusstsein, weil man weiß, so ist es gut, gerade auch für die Erziehung der Kinder. Vieles Gute tun wir aus der Pflicht heraus. Und dieses Gutes tun aus der Pflicht heraus fördert die Liebe. Die Liebe zeigt sich nämlich vor allen Dingen da, wo sie keinen Nutzen erfährt. Oder anders gesagt, die Liebe zeigt sich ganz besonders im Opfer. Da, wo sich der eine für den anderen hinopfert. Es gibt ein schönes Sprüchlein. Sage nie, das kann ich nicht. Vieles kannst du, willst die Pflicht. Alles kannst du, willst die Liebe. Sage nie, das kann ich nicht. Das ist schon ein sehr, sehr schöner Spruch, weil er zeigt, aus Pflicht tun wir sehr viel. Aber das Pflichtbewusstsein hat seine Grenzen. Die Liebe führt uns sogar über diese Grenzen hinaus. Also ich wage zu behaupten, die größte Kraft, die es gibt in der Schöpfung, ist die Liebe. Wir sollen Gott erkennen, Gott dienen, Gott lieben. Wir sind auf Erden, um in den Himmel zu kommen. Selig zu werden. Es gibt mehrere Naturtriebe, die Gott in unsere Natur hineingelegt hat. So zum Beispiel der Selbsterhaltungstrieb. Wenn dieser Selbsterhaltungstrieb nicht da wäre, wo zum Beispiel der Hunger dazu gehört, dann würden viele Leute nicht essen. Die würden das Essen vergessen, weil sie mit anderen Dingen so beschäftigt sind, bis sie umfallen, weil sie nichts gegessen haben. Ja. Der Selbsterhaltungstrieb, da ist aber auch der Glückstrieb. Der Mensch will glücklich sein. Oft in Diskussionen, gerade auch mit jüngeren Leuten, wenn es geht um die Ewigkeit und um die Seele, wenn die nicht glauben an eine Ewigkeit, dann frage ich sehr oft, du hast doch sicher mal einen sehr glücklichen Moment gehabt im Leben. Meistens die Antwort ja. Und in diesem Moment, auch wenn du dir das vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig realisiert hast, aber nachher drüber nachdenkst, in diesem Moment, da kam doch sicher in dir der Wunsch auf, wenn das nur ewig dauern würde. Einfach dieser Wunsch, man will glücklich sein. Ohne Grenzen, ohne Ende. Das ist ein Naturtrieb, ein Naturdrang. Und zwar ist er allen Menschen aller Zeiten gemeinsam. Und darum ist dieser Naturdrang, liegt in unserer Natur und ist von Gott geschaffen.
ist von Gott in die menschliche Natur hineingelegt. Gott schafft aber nichts, das nicht irgendwie erfüllbar ist. Es wäre merkwürdig, wenn er in uns einen Wunsch erschafft, ja, ein Wunschdenken, ein Naturdrang, der nie in Erfüllung gehen kann. Da würde Gott sich sozusagen selber widersprechen. Wenn er in uns diesen Naturdrang gelegt hat, um ewig glücklich zu sein, dann muss es auch die Möglichkeit geben, dieses ewige Glück zu finden und zu empfangen. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, Gott zu dienen, Gott zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen, dieses ewige Glück zu erhalten. Was ist das für ein Glück? Schauen wir uns zunächst einmal die Dinge an, mit denen oder durch die wir glücklich werden können. Die materiellen Güter, der Reichtum. Ist das ein Glück? Im gewissen Sinn ja. Das Christentum hat den Reichtum, das Materielle, ja nie abgelehnt. Gott hat uns die Materie, Gott hat uns den Reichtum geschenkt. Er hat auch die ganzen Bodenschätze eben in den Boden gelegt, sodass wir sie benutzen können. Es kann also nichts Schlechtes sein, aber es darf nicht das letzte Ziel sein. Und es kann nicht das letzte Ziel sein, weil es uns nie dieses ewige Glück geben kann. Genauso wenig die Wissenschaft oder die Macht, genauso wenig auch Menschen. Das größte Glück an sich hier auf Erden für einen Menschen ist der Besitz eines anderen Menschen, der ihn liebt. Das ist das größte Glück. Wie glücklich sind kleine Kinder in den Armen ihrer Mutter. Das ist eine Seligkeit. Alles, was wir in diesem Leben besitzen, alle Glücksgüter, sind irgendwo doch begrenzt. Das heißt, ich kann nicht unendlich viel Geld haben. Ich kann nicht unendlich viel Besitz haben. Sie sind endlich. Das heißt, irgendwann kommt einmal ein Ende. Das ist der schöne Spruch, wir nehmen von hier nichts mit. Uns bleibt am Schluss nur das Grab. Wir werden sterben. Und alles Materielle, alles Glück dieser Erde ist irgendwo unsicher. Man kann es verlieren. Diese drei Dinge, dass das irdische Glück oder die irdischen Glücksgüter begrenzt, endlich und unsicher sind, ja, nimmt uns schon irgendwo das Glück. Denn wir wollen ewig glücklich sein. Darum, das vollständige Glück muss unbegrenzt sein. So unendlich, also so unbegrenzt in der Fülle, dass wir es nie aufbrauchen können, sozusagen. Es muss ewig sein, kein Ende kennen. Und es muss ein unverlierbares Gut sein. Etwas, das mir nie jemand wieder wegnehmen kann. Unbegrenzt, ewig und unverlierbar, da gibt es nur eine Sache, und das ist der ewige Besitz Gottes. Das nennen wir die ewige Seligkeit, dieser ewige Besitz Gottes, bei Gott sein in der Ewigkeit. Der heilige Augustinus sagt, in was ich schon vorgelesen habe, was der Katechismus sagt, O Gott, du hast uns geschaffen für dich. Darum ist unser Herz unruhig, bis es ruhen darf in dir. Seligkeit ist also kein irdisches Glück, sondern die Teilnahme am Glück Gottes. Also die Teilnahme an dem Glück, das Gott selber hat. Und zwar dem Glück, das Gott an sich selber hat. Er ist glücklich über sich selber. Das werden wir später noch sehen, gerade auch bei der Lehre von der Dreifaltigkeit. In der zweiten Frage des Basler Katechismus,
Was müssen wir tun, um in den Himmel zu kommen? Wir haben jetzt das Ziel kennengelernt. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu dienen, ihn zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen. Jetzt ist die Frage, was müssen wir denn tun, um in den Himmel zu kommen? Wie müssen wir Gott dienen? Um in den Himmel zu kommen, müssen wir erstens an Gott glauben. Zweitens seine Gnadenmittel gebrauchen und drittens seine Gebote halten. Diese drei Dinge geben uns die Einteilung des Katechismus, der Glaubenslehre oder eben des Religionsunterrichtes. Um in den Himmel zu kommen, müssen wir an Gott glauben. Das ist das Glaubensbekenntnis. Was Gott lehrt, das ist der christliche Glaube. Er ist der rechte Weg zu Gott, oder wie es im Markus-Evangelium 16,16 heißt, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Darum der Glaube führt uns zur Seligkeit. Um in den Himmel zu kommen, müssen wir an Gott glauben. Darum ist das allererste, was wir auch hier sehen werden, das ist das Glaubensbekenntnis, also die Lehre über den Glauben. Zweitens, seine Gnadenmittel gebrauchen. Was ist damit gemeint? Was sind die Gnadenmittel? Das sind die Sakramente und das Gebet. Die Gnadenmittel, Sakramente und Gebet geben uns Nahrung und Kraft auf dem Weg zum Himmel. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und drittens, um in den Himmel zu kommen, müssen wir seine Gebote halten. Der Katechismus erklärt, die Gebote sind die Wegweiser. Wer sie beachtet, geht keinen Irrweg. Oder wie es in Matthäus Evangelium heißt, sagt der Heiland, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Das sagt er zu dem Jüngling, der ihn gefragt hat, was muss ich tun, um selig zu werden? Wenn du zum Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Wir haben also drei Dinge: an Gott glauben, die Gnadenmittel gebrauchen und die Gebote halten. An Gott glauben lehrt uns das Ziel. Die Gnadenmittel geben uns die Kraft, um auf dem Weg zum Ziel nicht zu unterliegen. Und die Gebote sind sozusagen die Wegweiser auf diesem Ziel, dass wir keine Irrwege gehen. Hier haben wir die 12 Glaubensartikel, die 7 Sakramente und das Gebet und die 10 Gebote Gottes und die 5 Gebote der Kirche. Die Lehre vom christlichen Glauben, sagt der Katechismus weiter, die Lehre vom christlichen Glauben, von den Gnadenmitteln und von den Geboten ist enthalten im Katechismus. Er wird im Religionsunterricht erklärt. Der Religionsunterricht ist dein wichtigster Unterricht. Er zeigt dir den Weg zum Himmel. Natürlich, jeder Lehrer findet seinen eigenen Unterricht den wichtigsten. Aber das macht nichts, auf jeden Fall der Religionsunterricht ist der wichtigste. Unser Herr sagt einmal in Matthäus 16, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet? Es nützt ihm eben nichts. Ich habe Ihnen ein Blatt Papier, Sie sehen darauf neben dieser Frage, wozu sind wir auf Erden, diese Zeichnung. Sie sehen da die Weltkugel mit der Krippe und dem Kreuz darauf. Sie sehen, von der Weltkugel aus geht eine Leiter zum Himmel. Oben die Wolke mit dem Gottesdreieck, mit dem göttlichen Auge darin, als Zeichen für Gott. Und auf den drei Sprossen dieser Leiter finden Sie die drei Ausdrücke,
nämlich Glaube, Gnade, Gebote. Glaube, Gnade, also der Glaube, die Gnadenmittel, das will sagen die Sakramente, und die Gebote sind sozusagen die drei Sprossen, die uns in den Himmel führen. Gott selber, darum die Krippe, ist Mensch geworden, hat uns diesen Weg gebahnt, vor allen Dingen durch sein Kreuzopfer, darum über der Krippe das Kreuz. Und so können wir zu Gott zurückkehren, der uns geschaffen hat. Wir sind auf Erden, aber eigentlich für den Himmel. Wir kommen zum ersten Hauptteil des Katechismus. Und zwar zunächst einmal vom Glauben. Die dritte Frage nämlich, was heißt christlich glauben? Bevor wir aber über den Glauben, die Glaubenswahrheiten, den Glaubensinhalt sprechen, haben wir erst einige Vorfragen, müssen wir einige Begriffe klären. Zunächst einmal bezüglich des Glaubens selber, was bedeutet denn Glauben? Dann bezüglich der Offenbarung. Gott offenbart sich, hat sich geoffenbart. Wie kam diese Offenbarung zustande? Wie zeigt sich diese Offenbarung? Und dann ein dritter Bereich bezüglich der Offenbarungsquellen. Gott hat sich geoffenbart, aber nicht jedem Einzelnen von uns, sondern bestimmten Menschen. Die haben das entweder schriftlich oder mündlich weitergegeben, aber wie kommt diese Offenbarung zu uns? Die erste Frage also in diesem Bereich, nämlich bezüglich des Glaubens. Was heißt christlich glauben? Das ist die Katechismusfrage. Zunächst einmal, was bedeutet eigentlich Glauben? Und hier auch zuerst noch eine andere Frage. Was weiß ich denn? Was wissen wir? Was gehört zum Wissen? Zum Wissen gehört das, was wir selber erfahren haben oder einsehen. Ja? Zum Beispiel die Sonne. Ich sehe die Sonne. Ja? Ich weiß, dass die Sonne da ist, dass sie existiert, weil es eine direkte Erfahrung ist. Eine zweite Erfahrung ist zum Beispiel, ich denke. Ich weiß, dass ich nachdenke. Ich weiß, dass ich rede. Also weiß ich auch, dass ich bin. Denn wenn ich nicht wäre, könnte ich ja nicht nachdenken und nicht reden. Das ist eine Erfahrung, die nennen wir die Selbsterfahrung. Wir haben also Erfahrung nach außen hin, ja, in unsere Umgebung, durch unsere fünf Sinne. Und wir haben eine Erfahrung nach innen, nämlich die Selbsterfahrung. Und dann haben wir noch eine mehr abstrakte Erfahrung, wenn man das so sagen darf, nämlich unseren Verstand. 2 und 2 ist 4. Nicht 5, nicht 3,5, sondern 4. Und das glauben wir nicht, das wissen wir. Viele Dinge wissen wir aber nicht, die glauben wir. Und manchmal glauben wir Dinge eigentlich ganz selbstverständlich. Zum Beispiel glaube ich, dass meine Eltern wirklich meine Eltern sind. Wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, daran zu zweifeln und den Zweifeln zu äußern, dann wäre das sogar eine Beleidigung gegenüber meinen Eltern, wenn ich da keinen Grund dazu habe. Ja. Es gibt Dinge, die glauben wir ganz selbstverständlich. Das sind Dinge, die man teilweise gar nicht nachprüfen kann, aber wir glauben's. Warum? Warum glauben wir das? Weil diejenigen, die uns das gesagt haben, glaubwürdig sind. Menschliches Leben ist ohne Glaube
gar nicht möglich. Also Glaube jetzt im breiten Sinn des Wortes. Warum glaube ich anderen Menschen? Weil es unvernünftig wäre, nicht zu glauben. Und das nennen wir die Glaubwürdigkeit. Wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin und ich frage nach dem Weg und jemand gibt mir eine Erklärung, dann muss ich glauben, was diese Person zu mir sagt. Wenn ich es nicht glaube, dann nützt es mir nicht, weil dann werde ich den Weg nicht folgen. Natürlich, er kann mich betrügen und mich ganz in eine andere Richtung schicken, ist mir auch schon passiert. Aber trotzdem, normalerweise, ich frage jemand und er erklärt mir den Weg und ich glaube dem. Warum? Weil er glaubwürdig ist. Er macht dadurch, dass er den Weg erklärt, gleich auch den Eindruck, er weiß den Weg. Wenn sich der Glaube stützt auf Menschen, dann nennen wir das menschlichen Glauben. Ja? Dann nennen wir das menschlichen Glauben, weil die Stütze ist eine Glaubwürdigkeit anderer Menschen. Wenn sich der Glaube stützt auf Gott, nennen wir das göttlichen Glauben, weil sich der Glaube, der göttliche Glaube, stützt auf die Glaubwürdigkeit Gottes. Der Mensch hat natürlich einen Verstand. Und diesen Verstand wird nicht beim Glauben ausgeschaltet. Manche Leute tun so, als ob es dem Menschen unwürdig wäre, zu glauben. Ja? Der berühmte, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist ein Widerspruch in sich selber, denn was ich sehe, brauche ich nicht zu glauben, das weiß ich. Das weiß man. Der Mensch hat einen Verstand und den braucht man auch beim Glauben. Wenn wir jemandem etwas glauben, dann schalten wir den Verstand nicht ab. Im Gegenteil. Ich muss eine vernünftige Sicherheit haben, um glauben zu können. Das nennt man die Glaubenssicherheit. Und diese Glaubenssicherheit hat verschiedene Gründe. Zunächst einmal, ich muss sicher davon sein, dass jemand die Wahrheit wirklich kennt. Dann, ich muss sicher sein, dass er nicht betrügt. Und ich muss sicher sein, dass er es als sichere Wahrheit mitteilt und nicht als Aprilscherz. Ja, die Aprilscherze sind ja Sachen, die einfach im Spaß gesagt werden. Ja, das sind April, das sind die Aprilscherze, womit man Leute in die Irre führt, aber eben aus Spaß. Es ist also, wenn wir diese dreifache Sicherheit haben, jemand kennt die Wahrheit, er betrügt nicht und teilt sie mir als sichere Wahrheit mit, dann ist es nicht mal nötig, dass ich die Sache selber begreife. Wenn zum Beispiel ein Arzt zu mir sagt, dass ich diese oder jene Krankheit habe, dann wäre es sehr unvernünftig, es nicht zu glauben. Gut, mit Einschränkungen, es gibt manchmal Sachen, wo Ärzte sich auch irren und wo der Patient also deutlich fühlt, das kann nicht so sein. Aber normalerweise, ein Arzt muss normalerweise die Wahrheit kennen, das heißt die Krankheiten. Er betrügt nicht, davon gehe ich aus, ja, und er teilt es mir als Wahrheit mit. Und darum glaube ich ihm. Wie ist es mit dem göttlichen Glauben? Auch was den göttlichen Glauben betrifft, muss ich eine gewisse Sicherheit haben, um die christliche Wahrheit glauben zu können. Glauben Sie, dass es Gott gibt? Ja? Glauben Sie, dass es Gott gibt? Also ich glaub's nicht. Tja, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ich muss eigentlich hier sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Dass es Gott gibt, weiß ich. Das ist ein Wissen. Zunächst einmal, ich muss nämlich wissen, was den göttlichen Glauben betrifft, dass es Gott gibt.
Denn worauf soll sich der göttliche Glaube stützen, wenn dieses Fundament schon unsicher wäre, dass es Gott gibt? Ja. Dann, ich muss wissen, dass Gott wahrhaftig ist und nicht betrügt. Und ich muss wissen, dass er Wahrheiten geoffenbart hat. Diese drei Dinge. Und das ist eigentlich die Aufgabe der christlichen Apologetik, der Glaubensverteidigung, um diese Dinge zu zeigen. Die Gottesbeweise, dass es Gott gibt, das sehen wir später. Dass er wahrhaftig ist und nicht betrügt, ist eine der Eigenschaften Gottes. Und dass er Wahrheiten geoffenbart hat, das sehen wir beim Beweis über die Offenbarung. Damit komme ich zurück zur Frage, was heißt christlich glauben? Der Katechismus gibt hier zur Antwort, christlich glauben heißt, alles für wahr halten, was Gott gesagt hat. Alles für wahr halten, was Gott gesagt hat. Und auch hier gibt der Katechismus einen kurzen Kommentar. Glauben ist nicht Wissen. Es ist auch nicht das Gleiche wie meinen oder vermuten. Alles müssen wir glauben, das Freudige und das Ernste, was wir begreifen und die Geheimnisse. Der Heiland tadelt zwei Jünger. O ihr Unverständigen, wie schwer wird es euch, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben? Das sind nämlich die Emmaus-Jünger, ja, die da untereinander gesprochen haben, dass Jesus ja gekreuzigt ist und jetzt die ganze Hoffnung, die sie gehabt haben, auf ihn zu Ende ist. Er tadelt ihren Unglauben. Etwas mitteilen, etwas Unbekanntes bekannt machen, heißt offenbaren. Alles zusammen, was Gott gesagt hat, nennt man die göttliche Offenbarung. Ich fasse zusammen, was heißt christlich glauben? Glauben bedeutet, etwas als sichere Wahrheit annehmen, nicht weil man es mit den Sinnen oder dem Bewusstsein wahrnehmen kann, also nicht weil man es weiß, nicht weil man es begreift, sondern warum? Weil Gott, die ewige Wahrheit selbst, es gesagt hat. Warum glaube ich? Weil Gott es gesagt hat. Das ist auch die Lehre des Ersten Vatikanischen Konzils. Das Erste Vatikanische Konzil definiert die Tugend des Glaubens als eine übernatürliche Tugend, durch die wir unter Anregung und Mitwirkung der Gnade Gottes das, was er geoffenbart hat, für wahr halten, nicht wegen der inneren, mit dem natürlichen Licht der Vernunft gewonnenen Einsicht in die Wahrheiten der Sache, sondern um der Autorität des offenbarenden Gottes willen, der weder in Irrtum führen noch irren kann. Also wir glauben auf Antrieb der Gnade. Glaube ist etwas Übernatürliches. Göttlich Glaube ist etwas Übernatürliches. Wir brauchen dazu die Gnade. Ja. Und wir glauben eben nicht, weil wir es einsehen können, weil wir es wissen können, sondern weil Gott es selber geoffenbart hat. Er, der nicht betrügen kann und er, der sich selber auch nie irrt. Frage 4 zum Schluss jetzt. Warum müssen wir alles glauben, was Gott geoffenbart hat? Wir müssen alles glauben, was Gott geoffenbart hat, weil Gott nicht irren und nicht lügen kann. Das gehört zu seinem Wesen. Gott kann nicht irren, warum? Weil er allwissend ist. Er kann nicht lügen, warum? Weil er die Wahrheit selber ist. Er ist wahrhaft und heilig. Nichts ist so sicher wahr, als was Gott geoffenbart hat. Wer die Wahrheit liebt, findet sie in Gottes Wort
voll und ganz. Darum, und das fügt der Katechismus dann noch hier hinzu, zum Abschluss, wer nicht glaubt, lehnt sich gegen Gott auf. Daher ist der Unglaube eine sehr schwere Sünde. Und die Theologie lehrt, dass der Unglaube die schwerste Sünde ist. Wer auch nur eine Wahrheit Gottes nicht glaubt, sündigt schwer. Warum? Weil man die Heiligkeit, die Wahrheit Gottes in Zweifel zieht. Da gibt es das Gebet, O mein Gott, ich glaube an dich, weil du die ewige Wahrheit bist. Damit will ich schließen. In der nächsten Glaubensunterricht, kommen wir zunächst einmal zu sprechen noch auf einige Begriffe, die wir klären müssen. Und dann Einführung in das Glaubensbekenntnis und in den ersten Glaubensartikel, ich glaube an Gott, soweit wir dann kommen, auch die Gottesbeweise.